Hallo meine Lieben, hier ist die Toni mit einem Betthupferl für euch an diesem Sonntag. Ich hoffe, dass euch die Legung von heute Nachmittag gut gefallen hat. Ich war ganz selig danach. Es waren wunderschöne Botschaften und ja, das haben wir uns auch verdient nach dieser Zeit. Da hatten wir schwierige Themen in den letzten Tagen, finde ich. Ne? Ich bin jetzt ganz gespannt. Wir nehmen jetzt mal heute hier zum Reinschauen das Toni Trumaga magische Orakelkarten, seine, also die Gedanken des Gegenübers. Ich habe das Deck erweitert, ja, es sind jetzt sehr viel mehr Karten und wir haben hier ja nicht nur positive Botschaften, wir haben ja auch sehr kritische Botschaften drin und ja, aber ich finde das auch ganz wichtig, ne? Und da schauen wir jetzt mal rein. Ihr findet alle zusätzlich verwendeten Kartendecks unter diesem Video in der Infobox verlinkt, dort findet ihr auch meine E-Mail, falls ihr euch einmal eine private Legung von mir wünscht. Private Legungen werden ab morgen wieder von mir bearbeitet, ne? Also immer Stück für Stück. Und jetzt lasst uns mal schauen, was das Thema hier für heute ist, ihr Lieben. Für unser Betthupferl. Was haben wir? Ich fühle mich so schlecht, weil ich dich angelogen habe. Okay. Ja, wir sind hier wieder in so einer Energie. Hier hat jemand nicht die Wahrheit gesagt. Da gehen wir doch mal rein und schauen mal, um was es hier gehen darf heute. Welche Info dürfen wir hier haben? Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen für die lieben Kommentare, die Likes. Und ich sage ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die mir hier ein Abo schenken. Da freue ich mich riesig drüber. Was dürfen wir hier wissen? Um was darf es hier gehen? Es hat hier sehr viel mit Liebe zu tun. Wer fühlt sich hier schlecht? Was ist hier los? Oh, ein König der Kelche. Also könnte ein Wasserzeichen sein. Es zeigt sich hier ein König der Kelche. Es ist ein König und somit ist das eine Gegenüberenergie hier, die sich hier zeigt. Ja, dieser Mensch, der dich hier vielleicht, ja, ich sag mal wirklich angelogen hat, ja, dem geht es gar nicht gut. Ja, der ist sehr im Gefühl. Er zeigt sich als Wasserkönig, als Kelchkönig hier und das heißt, dass er sehr viel Gefühle hier für dich hat. Die Gefühle fließen hier quasi auch über. Du siehst es hier auch auf dieser Karte. Das ist das After-Tarot. Ja, er lässt Gefühle fließen. Und ich nehme hier so wahr, dass hier vielleicht ja so eine Energie vorherrscht. Das, was er dir hier nicht gesagt hat oder wo er dir nicht die Wahrheit gesagt hat, das hat sehr viel mit seinen Gefühlen zu tun. Ja. Er ist sehr, sehr traurig, schau mal. Also ihm geht es wirklich gar nicht gut, ne? Irgendetwas, was er hier nicht ausgesprochen hat oder dir falsch erzählt hat, ne? Auch das kann natürlich sein, das belastet ihn hier sehr, ne? Er ist sehr, sehr im Gefühl im Moment, dieser Mensch. Es kostet ihn hier unheimlich viel Kraft und Mut. Also der Kampf mit dem Drachen, die Karte 8 hier in diesem Tarot. Also das ist wirklich... Er versucht hier Gefühle auch zu wandeln, dieses Gefühl von, ja, ich fühle mich so schlecht, weil ich dich angelogen habe, ja. Also er umarmt hier quasi, das siehst du hier auch, all das an ihm, die Seiten an ihm, ja, die vielleicht nicht so gut sind, ne. Das heißt, er gibt sich hier jetzt völlig dem hin, was er hier getan hat. Er umarmt hier seine Ängste auch und auch seine animalischen Züge, die er halt einfach so hat. Ja. Ihm tut hier etwas sehr leid und er kämpft hier sehr mit sich selbst. Ja. Das ist ja auch so eine leidenschaftliche Dramatik, die hier quasi mit so drin liegt. Ne? Er fühlt sich hier auch sehr, sehr stark zu dir hingezogen und er fühlt auch sehr stark, ja. Das haben wir ja auch, die Gefühle, das, was er jetzt fühlt, was dort überfließt bei ihm, das nimmt er als sehr, sehr stark wahr und er muss sehr, sehr mutig sein, hier wirklich sehr mutig sein, das anzunehmen, dieses Gefühl. Und dieses Gefühl auch, ja, zu verarbeiten und da richtig reinzufühlen, auch in das, was er da getan hat, warum er sich so schlecht fühlt, ja, sich hier vielleicht auch selbst zu vergeben, so ein Stück weit, ne? Ja, es geht ihm wirklich sehr schlecht, ne? Mit den 5 der Münzen ist er hier in einem absoluten Mangel, er ist in einer Krise, ja.
er fühlt sich hier vielleicht auch verlassen, so ein Stück weit, ne? Und hier droht wirklich bei ihm so ein Zusammenbruch, ne? Und wir sehen das hier auch mit der Karte, die Kraft, ja? Es sind wirklich sehr starke Mangelgefühle jetzt in ihm. Es ist ein sehr starkes Vermissen in ihm, ein sehr starkes Gefühl von Versagen auch, ja? Also, ja, ihm geht es hier wirklich nicht gut. Das ist übermächtig, dieses Gefühl, was er hier gerade hat. Wir schauen mal weiter. Ja, die Zwei der Stäbe, es könnte jemand sein, ja, mit die Zwei der Stäbe, die zeigt auch immer eine gewisse Distanz an und auch so ein Stillstand, so ein Stück weit Stillstand. Und natürlich ist das auch hier eine Karte der Drückebergerei, ne? Das ist auch so ein schönes Wort. Ja, schau mal, er weiß hier nicht, wie er auf dich zukommen soll. Sein größter Wunsch hier ist, dir auf dich zuzukommen, ja. Aber du siehst mit den Zwei der Stäben, das ist so eine Neutralitätskarte. Die steht auch immer dafür, dass man nicht weiß, wie kann ich jetzt hier handeln, wie kann ich vorwärts gehen, wie kann ich auf dich zukommen. Ne? Und das, was er sich hier vorstellt, ja, normal ist ja diese wunderschöne Dame hier nicht mit auf dem Kartenblatt. Normal sehen wir nur diesen Mann, ja, mit der Weltkugel und den Zwei der Stäben, der so in die Ferne schaut und denkt, okay, das hat hier schon Potenzial, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ne? Und das, was er sich hier vorstellt, ist hier auf dich zuzukommen. Das ist sein Gefühl. Er möchte auf dich zukommen. Er möchte dir seine Welt übergeben. Ja? Du bist seine Welt. Er ist sehr bedrückt, dieser Mensch. Ja. Er versucht dir natürlich mit den Sechs der Schwertern aus dieser Situation, aus dieser Krise, aus dieser Klemme herauszukommen. Ne? Und er ist sehr unsicher, weil die Sechs der Schwerter ist so eine Karte, die zeigt hier schon, ja, dass man sich aufmacht aus einer Situation. Der Fünf der Schwerter, der, ja, das Lugbetrug, Herzlosigkeit, Niederträchtigkeit. Also das ist so eine Kampfenergie einfach, ne? So Skrupellosigkeit. Also er ist sehr niedergeschlagen, er versucht da rauszukommen, ja, und sich hier wirklich in dieses Bötchen da zu setzen, in diese Nussschale, und er will hier in leichtere Energien gehen, also er will hier etwas auch hinter sich lassen, ne? Aber es zieht ihn hier schon sehr, sehr stark immer wieder zurück, auch mit den Gedanken, du hast hier auch die Zwei der Schwerter, die bleiben da im Boot, ne? Das heißt, er nimmt die Fünf der Schwerter mit, und auf der Karte kann man hier ganz gut sehen, dieses Davongehen, dieser Aufbruch, das ist schwer für ihn. Es ist sehr, sehr schwer, aus diesem Gefühl, ja, warum er sich schlecht fühlt, ja, dieses Lügen vielleicht, was da war, das können die Sieben der Schwerter da ganz, ganz klar auch sein, das belastet ihn schon sehr. Es fällt ihm sehr schwer, aus dieser Energie her herauszukommen, ne? Er möchte hier aber aus diesen, ich sage mal, aus diesem Stillstand, aus der Neutralität hier herauskommen mit den Sechs der Schwertern, ist das ja auch ein Aufbruch, ja, Aufbruch, und er will etwas ändern, ja, man will sich hier auf etwas Neues einlassen, ja, alte Standpunkte aufgeben, und der alte Standpunkt ist, hier sind hier wirklich die Zwei der Stäbe, das Nichthandeln, ja, das Nichthandeln, das Nichtwissen, was man hier tun soll, da geht man heraus hier mit den Sechs der Schwertern, ne? Okay. Jetzt haben wir hier zwei. Wir haben die Sonne und die Vier der Stäbe, ja. Da zieht es ihn hin, ne? Da zieht es ihn hin. Die Sonne, ja, ist eine ganz tolle Energie. Das sind die Mächte des Lichts hier, ne? Also er will hier Erlösung. Er will hier eine Versöhnung anstreben, ne? Die Sonne steht immer für ganz großes Glück, für Liebe, für Freude, für Wärme und auch für Heilung, ne? Das ist einfach eine riesengroße Glücks-Arkana-Karte hier im Tarot-Deck, ne? Und das größte Glück und da, wo es ihn hinzieht, das sind hier einfach die Vier der Stäbe. Das ist dieses Treffen, dieses Aufeinandertreffen. Die Karte hatten wir heute schon mal, ne? Das ist ein großer, großer Wunsch, worüber er nachdenkt. Es zieht ihn hier unheimlich zu dir hin. Er fühlt sich bei dir zu Hause. Ja, du bist sein Zuhause, könnte man sagen, ne? Und das ist das, was ihm hier im Moment extrem fehlt, ja. Nun kann es sein, dass du hier bereits davon weißt, dass er dir hier vielleicht dein Gegenüber, er oder sie, vielleicht hier nicht die Wahrheit gesagt hat, ja. Das kann sein.
dass man hier vielleicht einfach, ja, ich sag mal, wie so eine Art Notlüge, weil ich sehe hier sehr viel Liebe. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas ganz Übles war. Ne? Es wird eine Notlüge vielleicht gewesen sein, ja. Hier vermisst jemand sehr deine Wärme und sehr dieses Gefühl der Verbundenheit zu dir, ja. Okay. Wie sieht es denn hier aus mit der zukünftigen Energie? Die hätte ich jetzt hier gerne mal. Also wir haben hier wirklich die Karten, also die passen hier sehr gut zu der Legung von heute Nachmittag. Ne? Wir haben hier den Herrscher, der etwas in Ordnung bringen möchte. Was will er in Ordnung bringen? Ja, da haben wir die Karte der Lüge und des Betrugs, der 7 der Schwerter. Ja, und hier haben wir noch die Mäßigkeit, die für eine Versöhnung nochmal steht. Das ist eine Karte der Heilung. Die Karte zeigt hier an, dass man hier eine Lösung finden will. Das ist eine liebevolle Zuneigung, ja. Hier geht es um Versöhnung, um Harmonie, hier geht es um Heilung, um Schutz, ja, und hier geht es auch darum, also, ja, das rechte Maß einfach auch zu finden. Wie kann man das hier wieder gut machen, ja? Der Herrscher hat etwas gut zu machen. Ja, das ist das, was er will. Er will dir hier seine Welt geben. Du bist seine Welt. Er fühlt das ganz stark. Ja, und als Herrscher will er hier Sicherheit, Ordnung. Das, was er sich wünscht, was er geben will. Und hier hast du es mal. Guck mal. Er will hier raus aus diesem Lügenkonstrukt. Ja, aber er kommt immer wieder gedanklich an die gleiche Stelle. Ne? Jetzt haben wir hier die 6 der Schwerter. Du siehst, er nimmt die 4 der Schwerter hier mit. Ja, das zeigt uns hier, dass er hier er ist erschöpft. Ja, er braucht eine Pause mit den 4 der Schwertern. Die 2 der Schwerter bleiben da stehen. Das heißt, das ist immer noch eine Energie des mangelnden Vertrauens. Also er vertraut der ganzen Geschichte vielleicht selber noch nicht so richtig. Er zieht sich hier gerade vielleicht auch ein bisschen raus, ja, weil wir die 4 der Schwerter mitnehmen. Die stehen für eine Erschöpfung, die stehen auch für einen Kurzurlaub, können die natürlich auch stehen. Es geht einfach hier darum, dass man hier eine Pause braucht, weil das ist hier sehr belastend für ihn. Ja, er holt hier quasi Anlauf. So, dann haben wir die 7 der Schwerter. Was macht er hier? Die 7 der Schwerter warnt uns hier wieder vor einer Falle. Da sieht man es ganz schön. Ne? Also wenn er hier diesen Konflikt aus dem Weg gehen möchte, ja, mit dir zu reden, weil er fühlt sich sehr, sehr schlecht. Ne? Er hat hier vielleicht sehr oft versucht, dieser ganzen Kiste hier aus dem Weg zu gehen, die Wahrheit zu sagen, das auszusprechen. Aber du siehst hier die 2 der Schwerter. Ne? Da bleiben immer 2 der Schwerter zurück. Ja, wenn er hier geht, ist das wie eine Falle. Er muss hier sprechen und das will er hier tun als der Herrscher, weil der Herrscher bringt in Ordnung, der will Sicherheit. Ja, der hat ein ganz klares Ziel. Ja, und das ist hier einfach die große Arkana und die 2. große Arkana, die 3. eigentlich, wir haben hier noch die Kraft, um was es hier wirklich geht. Ne? Ihr wisst ja, die großen Arkana-Karten, das ist das Thema an sich. Das große Geheimnis, das, was sich jetzt hier zeigt. Und die kleinen Arkana-Karten, das, ach, die Sonne haben wir auch noch. Guck mal, wie schön. Ja. Die kleinen Arkana-Karten zeigen uns hier quasi das Ganze drumherum, was hier noch so geschieht an Gedanken und an Gefühlen. Ja. Und die großen Arkana-Karten zeigen uns hier ganz klar die starke Anziehung, der Wunsch, hier alles wieder in Ordnung zu bringen, der Wunsch nach Vereinigung, nach Harmonie. Ja. Also das wird dieser Mensch hier anstreben. Ja, hier ist sehr viel Gefühl da, sehr viel Leidenschaft auch in deine Richtung. Ja, mit der Sonne haben wir hier die große Liebe. Auch hier, ja, haben wir das Verliebtsein, die Liebe, das liebevolle Geständnis hier auch. Ja, das ist das, was er für dich hat. Sehr starke Anziehung, du bist seine Sonne und das ist das, was er dir geben will, die Versöhnung, ja. Die Heilung, er will hier diese Verbindung heilen, er hat dir etwas gut zu machen. Was jetzt hier auf dich zukommen darf. Das ist eine ganz schöne Energie. Ne? Natürlich, ja, wir haben alle schon mal gelogen. Ne? Und ich sage ja, es sind hier wenig Negativkarten, will ich mal sagen. Da haben wir jetzt diese beiden. Ja, das ist hier ein Mangel, aus dem Mangel heraus vielleicht gelogen. Ja, vielleicht hat man hier auch dir nicht gesagt, dass man sich nicht gut genug fühlt, dass man sich weggeschoben fühlt und hat darum hier vielleicht kleine Notlügen erfunden. Auch das kann sein, ja, weil man sich vielleicht nicht gut genug gefühlt hat. Aber die große Überschrift ist hier wirklich, es ist hier nichts Grobes, ne? Hier
Hier fühlt sich jemand schlecht. Ja, obwohl es hier vielleicht wirklich nur, es war was Kleines. Es ist hier kein großer, kein Teufel. Wir haben hier keinen Teufel, keinen Turm, nichts. Wir haben hier durchweg positive, große Arcana-Karten. Und darum kann ich dir sagen, ja, dass das nichts Schlimmes war und der große Wunsch hier nach diesem Treffen. Es passt wirklich sehr gut zu der Legung von heute Nachmittag. Hier möchte dich jemand einfach in den Arm nehmen und hofft, dass alles wieder gut werden kann. Einfach so. Ich möchte hier gerne noch eine Karte rausfallen lassen. Damit können wir gut ins Bettchen gehen, ne? Das ist doch eine schöne Energie. Angst vor Intimität und liebevolle Gespräche und Einladungen. Das kann es hier sein. Ui, jetzt macht sich hier doch noch was auf, meine Lieben. Hier hat sich jemand vielleicht auch, es gibt verschiedene Möglichkeiten, körperlich nicht gut genug gefühlt, ne? Angst vor Intimität. Also Angst, intim zu werden. Intim kann man ja nicht nur körperlich werden, ne? Wir können auch intime Gespräche führen, ja. Aber hier war einem etwas zu intensiv. Man hatte hier Angst vor einer Intimität und mit den 5 der Münzen ist hier so ein Mangel angezeigt, ja. Und der Mangel kann ja anzeigen, dass man sich ja vielleicht nicht gut genug gefühlt hat und darum hier vielleicht irgendetwas erfunden hat. Ja, und zum anderen kann das auch zeigen, dass man sich vielleicht körperlich hier auch nicht in der Lage dazu gefühlt hat, hier gefühlt hat, ja, tatsächlich hier aufeinander zu treffen, diese Vereinigung stattfinden zu lassen, ne? Und die liebevollen Gespräche und die Einladung hat hier vielleicht einfach auch nicht stattgefunden. Das ist das, was jetzt hier aber kommt, ne? Man will hier reden, ein liebevolles Gespräch führen. Hier hatte jemand Angst davor, intim zu werden. Das heißt, diese ganze Kiste hier zu tief gehen zu lassen, ne? Innere Wunden und Schattenarbeit, das ist hier das Thema. Und hier haben wir das, also hier hat jemand einfach aus einem Mangel heraus eine Geschichte erzählt oder etwas getan oder gelogen. Ja, ist nicht so ein schönes Wort, aber das ist geschehen aus einem inneren Mangel. Also das ist nichts Böses, ne? Das ist quasi wie eine kleine Notlüge gewesen. Ja, meine Lieben, hier liegt jemand, dem tut etwas sehr leid. Dieser Mensch ist sehr im Gefühl und möchte hier gerne etwas gut machen, weil hier sehr viel Liebe ist, ne? Sehr, sehr viel Liebe. Damit wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Likes, die lieben Kommentare. Und wenn ihr wollt, auch für ein Abo, da freue ich mich riesig drüber. Wir sehen uns morgen wieder. Schlaft gut, ihr Lieben. Na, liebste Grüße, eure Toni.